warum soll jetzt Schönheit gerade für Gott sprechen? Das ist irgendwie sonderbar, weil wir haben ganz viele subjektive Erlebnisse und wir haben auch Vergnügen und Schönheitsvergnügen. Also einige Dinge lösen schöne Erlebnisse uns aus, viele Dinge nicht so schöne Erlebnisse. Warum soll dieses positive Erlebnis nun gerade für Gott sprechen, das wir haben, wenn wir die Natur anschauen oder mathematische Formeln sehen oder Musik hören? Es gibt das Naturschöne, es gibt das artifizielle Schöne. Also es gibt alle diese Dinge, die lösen das aus, aber ganz viele Dinge lösen auch das Gegenteil aus. Warum soll jetzt das Schöne, angenehme Empfinden dafür sprechen, dass es ein höheres Wesen gibt und alle anderen nicht?